Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ich sitze vor meinem Heizer, weil mir kalt ist. Aber jetzt sehe ich gerade, ich bin ja knallrot in dem Video. Muss ich doch wieder her. Ah, wieder normal. Ah, ganz normal. Die Zähne waren noch voll gelb vorher. So, hä, ich habe doch nicht so gelbe Zähne. Der Heizer macht ja echt gelbe Zähne. Jalla. Auf speziellen Wunsch von, ich glaube, sein Name war Sherif Taha. Ja, dass seine Freundin immer, dass sie gerne auch auswandern möchten, aber seine Freundin fragt immer zwecks der Krankenversicherung. Ist auch wieder typisch deutsch. Wir müssen uns versichern. Ne? So, im Endeffekt sage ich, wie es ist. Eine Versicherung ist hier teurer, als wenn man alle 3, 4 Monate mal zum Arzt geht. Ganz ehrlich, also in Hurghada weiß ich, da gibt es ein Hospital. Royal Hospital heißt es, Royal Hospital, ne? Da kannst du dir ein Jahresabo machen, bezahlt meine Versicherung und dann im Jahr zahlst du so und so einen Betrag. Also es gibt dann, glaube ich, Silberklienten und dann die VIP-Klienten, Goldcard, sowas in der Art. Und dann je nach Beitrag, was du dann bezahlst im Jahr, so viel Prozente bekommst du dann auf Operationen etc. Ja, gibt es hier im Dorf nicht. Es gibt natürlich nur, man kann sich, wenn man im Ausland ist, als Deutsche, kann man sich versichern im Ausland. Das Geld kriegt man dann auch wieder. Aber ganz ehrlich, also ich hatte das auch mit 150 € im Monat und Entschuldigung, das gebe ich im Jahr aus als an Arztkosten. Was kostet denn ein Arzt in Ägypten? 50 Pfund, ne, wenn du oder 100 Pfund und dann die Medizin vielleicht nochmal 50 Pfund und wie oft ist man krank? Na klar, lohnt sich das für die Operation, wenn man sowas hat. Aber im Endeffekt, wenn sowas ist, man sollte sich lieber was auf der Seite, auf die Seite tun, falls, so machen das die Ägypter übrigens auch, dass sie sich immer Geld auf die Seite legen, wenn Operationen kommen, dass sie darauf zurückgreifen. Oder sie kaufen sich Kühe, die sie dann verkaufen in dem Notfall, ne? Ja, also wie gesagt, ich habe keine Krankenversicherung und toi, 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 alles gut. Wir gehen auch nicht so oft zum Arzt, weil das, was meine Kinder haben, kann ich selber in den Griff bekommen. Es sei denn, es ist wirklich ganz, ganz schlimm und sie bräuchten Antibiotika, dann gehen wir auch zum Arzt. Ansonsten wird alles selber gemacht. Wegen einem Husten rennen wir nicht zum Arzt. Das wird alles hier mit Tee und Honig auskuriert und Schnupfen sowieso. Hier gibt es ja auch Hustensirup, alle schlucken und für Schnupfentabletten, ne? 1, 2, 3 heißen die oder so. Also, sorry, nimm doch keine Tabletten, wenn ich Schnupfen habe. Naja, wie gesagt, Krankenversicherung habe ich nicht, brauche ich nicht. Und wenn es mal soweit ist, dann haben wir unsere Kühe nicht. Also, die haben wir auch verkauft, die übrigens. Dann haben wir unsere Sicherheiten auf der Seite, wenn mal eine Operation sein sollte. Ansonsten. Ja, beten, dass man nicht krank wird. Aber es gibt auch Möglichkeiten, sich das Geld von Verwandten auszuleihen, falls man das nicht hat und das dann zurückzubezahlen. Wenn man ganz, ganz arm dran ist, dann gibt es auch die Möglichkeit hier, jede Moschee, die sammelt dann auch für jemanden, der wirklich die Operation nicht bezahlen kann und die dringend nötig hat, da gibt jeder Geld dazu und dann sammelt das Dorf für denjenigen, dass er sich die Operation leisten kann, eine lebensnotwendige. Natürlich jetzt keine Schönheits-OP. Oh, ich brauche große Brüste, kann mal das Dorf sammeln für mich? Nee, das geht nicht, sehr logisch. Von dem her, die Ägypter machen sich auch. Ist auch Haram, keine Schönheits-OP gibt es nicht bei uns im Dorf. Ne? Und auch Zähne schleifen, weil mich wurde jetzt vor kurzem, ich habe ja auch einen Fan, der ist Zahnarzt, gesagt, was hast du denn da an deinen Zähnen hier? Ne? Ich habe so ein kleines so abgesplittert, keine Ahnung, aber ich lasse es nicht schleifen, das gehört zu mir dazu, bleibt so. Ich könnte das ja gerade schleifen, das kostet hier 10 Pfund oder was, sagen wir mal 5 € würde es kosten, mache ich nicht, behalte ich, finde ich auch schön, weil wenn alle immer hundertprozentig alles perfekt ist, ist ja langweilig. Hier, das sind so kleine Schönheitsmakel, die gehören zum Menschen dazu. Yalla. Schönheits-OP. Wollte ich eigentlich gar nicht das Thema, aber weißt ja, kommt alles in meinen Kopf und dann yalla. Okay,
Das war es auch schon wieder. Krankenversicherung macht dich locker, wenn man gut lebt. Und was man hier an Sachen isst, ist viel gesünder als in Deutschland, muss ich echt sagen. Wir bereiten das Essen frisch zu, ohne Konservierungsstoffe, ohne diese ganzen Geschmacksverstärker. Die Soßen werden frisch gemacht, ohne Päckchen, kein Knorr, kein Maggi. Gibt es aber auch hier. Aber ich weigere mich, die zu benutzen. Ganz einfach. Yalla, Alif Salema, gute Besserung. Bye bye, Masalema.